Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute kommt mal ein Naruto-Video, weil ich dachte mir, ich mach mal eins und ich habe noch nie eins gemacht, daher mache ich es mal. So, heute kommen meine Top 5 der schrecklichsten Jutsus, die es gibt. Achtung, die Betonung liegt hier auf schrecklich. Es heißt nicht, dass es stark sein soll oder dass es irgendwie die meisten Tode hat. Es geht darum, dass diese Jutsus einfach nur schrecklich sind, egal wie man sie einsetzt. Und damit wünsche ich euch mal viel Spaß mit diesem Video. Und wir kommen hier sofort zu Platz 5. Platz Nummer 5 geht an den Drachen, den Nagato heraufbeschworen hat. Dieser komische Drache von seiner Getwo-Statue. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ja, dieses Jutsu ist sehr schrecklich, da dieses Jutsu von jedem Menschen, dieser Drache, ich weiß nicht, ob das ein Drache ist, ob es eine Schlange ist, aber er sieht aus wie ein Drache, deshalb nenne ich es mal so, weil ich glaube nicht, dass das einen speziellen Namen hat. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dieser riesige, lilane Drache, der einfach von jedem Menschen, den er erwischt, die Seele raubt und die Seele frisst. Und ich finde, das ist schon schrecklich, wenn man das so sieht. Und ich würde sagen, eigentlich zu Recht auf dem 5. Platz. Auf dem 4. Platz haben wir ein sehr bekanntes Mangekyou-Sharingan-Jutsu, nämlich Tsukuyomi. Ja, dieses Gen-Jutsu ist auf Platz 4. Ich weiß, einige würden jetzt sagen, ja, Tsukuyomi ist ja nicht so schlimm. Ich meine, man muss ja die Gegner in die Augen gucken können oder man muss die Gegner ja in die Augen gucken, um dieses Jutsu überhaupt anwenden zu können. Aber ich würde sagen, Tsukuyomi ist zu Recht auf dem 4. Platz, weil es geht darum, dass es schrecklich sein kann. Denn Tsukuyomi ist so, wenn du in diesem Genjutsu gefangen bist, darfst du den Gegner so lange foltern, wie du möchtest. In Wirklichkeit vergehen daher nur wenige Sekunden. Bedeutet, du könntest ihn den Gegner theoretisch für 5 Stunden oder sogar für mehrere Wochen in diesem Tsukuyomi mit Schmerzen, mit richtigen Schmerzen foltern. Und das ist noch nicht mal alles. Die Schmerzen fühlen sich richtig realistisch an. Die fühlen sich sehr realistisch an. Deshalb würde ich sagen, ist Tsukuyomi wirklich zu Recht eines der schrecklichsten Jutsus, die es gibt. Platz Nummer 3 geht an eine Technik, die ebenfalls vom Mangekyou Sharingan eingesetzt werden kann. Und zwar Amaterasu, die schwarze Flamme. Ja, Amaterasu, weil ich meine, jeder hat gesehen, wie schrecklich dieses Jutsu sein kann. Sie kann nicht gelöscht werden, egal von welchem Wasser. Sie kann nicht von Erde kaputt gemacht werden. Sie brennt 7 Tage lang. Und wir haben ja schon gesehen, was es bei Sasuke ausgerichtet hat, als Itachi ihn getroffen hat. Er war vor Schmerzen winden auf dem Boden. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr werdet ein bisschen beim eigenen Leib verbrannt, wenn man das so sieht. Allerdings leider nur auf Platz 3, weil ich finde, Tsukuyomi ist einfach ein bisschen, Amaterasu ist ein bisschen, ich weiß nicht, da muss man treffen. Und wie gesagt, wenn du halt so wie Sasuke oder so da weglaufen kannst, dann ist halt nichts von diesem Jutsu. Und deshalb würde ich sagen, eigentlich zu Recht auf Platz 3 und nicht höher. Auf Platz Nummer 2 ist ein Jutsu, welches wirklich, glaube ich, keiner von euch denken würde, dass dieses Jutsu hier auf Platz 2 ist. Und zwar geht es an die C4 Kagura von Deidara. Ja, die C4 Kagura. Falls jetzt einige nicht wissen, was ich meine. Bei der C4 Kagura spuckt Deidara einen riesigen Doppelgänger aus, indem er seinen Lehm frisst. Isst. Dann spuckt er einen riesigen Doppelgänger von sich aus, der explodiert und mikroskopische Bomben freisetzt. Diese Bomben werden von jedem Lebewesen, das es dort in diesem Umfeld gibt, eingeatmet. Dann setzt er die Explosion frei und diese Bomben, die in dem Körper des Gegners sind, explodieren und zerstören jede einzelne Zelle im Körper. Bedeutet im Klartext, der Gegner zerfällt sozusagen zu Staub. Und Tobi hat es auch gesagt, als er dieses Jutsu gesehen hat, dass es wirklich ein sehr schreckliches Jutsu ist, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Gut, Sasuke konnte es ja umgehen mit einem Gen-Jutsu, aber trotzdem finde ich, ist vielleicht eines der schrecklichsten Jutsus. Wirklich. Ja, und Platz 1 ist ein Jutsu, welches ich eigentlich überhaupt nicht kenne. Es ist ein Jutsu, welches einfach nur schrecklich ist, dass man einfach... ich weiß nicht, als ich das gesehen habe, ich dachte mir so, oh mein Gott, wie kann man nur so ein schreckliches Jutsu erfinden? Das Jutsu heißt, soweit ich mich gerade erinnere, Feuerverstärke Jutsu der Feuerkammer. In diesem Jutsu geht es darum, dass eine riesige Steinkammer oder halt eine Kammer, ich weiß nicht aus welchem Material, erscheint. In dieser Kammer wird der Gegner gefangen gehalten und wird beim eigenen Leib verbrannt, quasi gegrillt. Also so ist das Jutsu aufgebaut. Du wirst in einer Kammer gefangen und falls jetzt einige sagen, ja, da wäre Amaterasu eigentlich auch auf Platz 1, das stimmt nicht. Amaterasu muss man erst treffen. Dieses Jutsu allerdings schafft es den Gegner
sofort zu treffen. Der Gegner wird dort gefangen und kann da nicht mehr raus. Egal ob mit einem Genjutsu oder sonst wann. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das war so, dass diese Kammer irgend so ein Siegel hat, dass man da nicht raus kann. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass dieses Jutsu ist wirklich das schrecklichste Jutsu, das ich bis jetzt kenne. Einfach weil man da beim eigenen Leib verbrannt wird und man da nicht raus kann. Und selbst als ich das gesehen habe, wo einfach so Ninjas in diesem Raum sind und einfach weinen und schreien und boah, das war wirklich so schrecklich. Ich habe mir so gedacht, so ach du Scheiße, wie kann man so ein Jutsu erfinden? Einfach nur schrecklich. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Hier rechts ist der Abo-Knopf. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.